Das GeoWindow ist wirklich ein analoges Medium, in dem wir mit Sand und Götterspeise und Honig und Kaffeepulver alle möglichen Prozesse unserer Erde, unseres Lebensraumes nachempfinden können und ein tiefes Verständnis dafür bekommen können, wie diese Stoffkreisläufe unserer Erde wirklich funktionieren. Wir haben in dem GeoWindow einen kleinen Raum und auf den können wir einwirken, sonst könnten wir auch ein Aquarium nehmen. Aber zwischen diesen beiden Scheiben brauchen wir nicht so viel Material wie in einem Aquarium. Das heißt, es ist relativ schnell angefüllt. Und dann haben wir durch die Zugänge diverse Möglichkeiten, Wasser reinzuleiten oder Wasser rauszuleiten, mit Luft zu arbeiten, zu injizieren und so weiter und so fort, um das abzubilden, was uns eigentlich interessiert, was wir erforschen wollen. Die Geburtsstunde der Berge, ob es nun mal ein Vulkan ist oder ein Faltengebirge, können wir modellieren. Wir können die Strukturen modellieren, die entstehen beim Grabenbruch. Das heißt, alles tektonische Geschichten. Wir können aber auch global schauen, wie funktionieren unsere Meeresströmungen. Alle Fächer sind ja daran interessiert, handlungsorientierten Unterricht zu machen, weil man weiß, dass dann nachhaltiges Lernen stattfindet. Wir können Biomikroskope, da können die Kinder selber was tun, sich neue Welten erschließen. Im Reagenzglas in der Chemie stinkt und knallt, nehmen wir dem Chemiker das Reagenzglas weg, hat er ein Problem, die Fachinhalte zu vermitteln. Aber wir haben kein Standardlehrmittel, mit dem wir die Dinge modellieren können, die wir nicht sehen. Und mit dem GeoWindow können wir diese Lücke einfach schließen. Das GeoWindow ist absolut faszinierend, denn was da passiert mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und auch wirklich ältere Leute, das reicht sich Befüllendes und die Leute bleiben stehen, gucken, sind fasziniert, was da passiert. Ja. Ich finde es einfach super, dass man die Prozesse, die eigentlich im Erdinneren sonst stattfinden, die nicht nachvollziehbar sind, so offengelegt werden. Und dass es so handlungsorientiert ist, dass man irgendwie selber Sachen ausprobieren kann und sich wirklich überlegen muss, was fülle ich da jetzt rein, um eben möglichst realitätsnah das Ganze wieder zu modellieren.